Hallo und herzlich willkommen Leute zum originalen Darkfighter. Und heute sind wir wieder mal auf unseren Server, den wir erstellt haben bis jetzt. Und heute in diesem Teil möchte ich euch natürlich, was euer größter Wunsch war, die Ränge präsentieren, wie man die einstellt, wie man darauf Rechte einstellt, wie man die einstellt, dass die im Chat angezeigt werden. Alles was dazu gehört, heute in diesem Video. Viel Spaß! Als erstes geht ihr wie immer auf euer Webinterface, klickt da hier auf Plugins und ja, hier könnt ihr sozusagen Plugins suchen und wir brauchen natürlich das rechte Plugin, also das Plugin, was uns die Rechte und die Ränge gibt, was uns das erlaubt. Da laden wir Pure, also wir geben hier Pure ein und laden dafür einfach Pure Perms einmal runter, das ist das. Da klickt ihr hier einfach auf Download, dann habt ihr das schon, wartet auf das Häkchen wie immer. Dann Pure Chat, ihr seht, Abhängigkeiten benötigt, nicht, also wird hier nicht unbedingt benötigt, aber es ist halt wichtig auch für euch, weil, ja, ist halt für den Chat wichtig, damit da die Ränge angezeigt werden. So, das heißt, ja, ihr habt jetzt schon mal Ränge und ihr habt jetzt auch schon, ja, Chat-Nachrichten sozusagen. Und natürlich brauchen wir noch ein paar Plugins, die Rechte hinzufügen. Das bedeutet, wir gehen nochmal auf Plugins. Ja, das war jetzt eigentlich unnötig, aber egal. Ja, moin. Und suchen hier Plugins, die Rechte hinzufügen, wie zum Beispiel Fly. Wir brauchen ein Fly-Plugin sicherlich, um vielleicht einen Rang zu machen, der Fly kann. Also laden wir hier das Ostbeste einfach mal runter. Blazing Fly, wird schon klappen. Die 187er Version runterladen. Da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und dann noch, ja, was haben wir noch für Rechte? Was kann man noch für Rechte? Wir können noch Zeiss runterladen. Zeiss UI sicherlich. Könnten wir machen. Ja, genau, also da kann man die Größe sozusagen einstellen, wie groß man ist. Ja, die benötigt natürlich noch eine Form-API. Das heißt, wir downloaden auch das hier, Zeiss UI, und die Form-API downloaden wir auch noch dazu. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon genug haben, aber ich denke, von Rechten her reicht das jetzt, ja. Ja, Leute, also ihr habt jetzt ziemlich viele Plugins geladen. Und wie immer startet ihr den Server dann neu, sobald ihr Plugins gedownloadet habt. Ihr seht, meiner ist gleich wieder aus. Ihr geht dann hier einfach auf Neu starten, wie immer, man kennt's. Und ja, wartet bis der Server neu gestartet ist. So, wenn euer Server neu gestartet ist, könnt ihr jetzt auf jeden Fall in die Dateien gehen. Und seht jetzt Plugin Data wieder, wie immer. So. Und jetzt seht ihr hier, ob Blazing Fly ist auf jeden Fall dabei. MyPlus hat man ja schon, ja mein. Pure Perms, Pure Chat, das ist dabei und Zeiss UI. Wenn das hier drin steht, ist das alles geladen, da habt ihr alles richtig gemacht. Dann schauen wir uns doch mal die einzelnen Plugins an. Blazing Fly. So, schauen wir mal, was da jetzt Schönes in der Config steht, weil da gibt es nur die Config. Also nicht so viel zum Bearbeiten, ist ja nur ein Fly-Plugin. Was, naja, nur. Ja, hier steht folgendes, on join Fly Reset. Also, dass Fly resettet wird, wenn man es anhatte und neu joint. Dass es dann nicht mehr an ist, könnt ihr auf True lassen, wenn ihr das wollt. Und Damage Fly Reset, das heißt, wenn man Schaden bekommt, hört Fliegen auf. Und das finde ich irgendwie albern. Also ich finde, stellt euch mal vor, ihr seid im Nether. Ja, jetzt wollte ich Fly eingeben, ja moin. Stellt euch mal vor, ihr seid im Nether. Und ja, fallt in die Lava, kriegt Schaden und könnt nicht mehr rausfliegen, weil ihr Schaden bekommt. Also finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Ja, Fly Enabled, da ist hier dieses, ja, könnt ihr einfach deutsch schreiben, Multiword Off. Ja, das kann man eigentlich auch so lassen. Ja, lasst ihr einfach off. Und hier unten steht noch Worlds. Das ist wichtig, da macht ihr einfach folgendes. Wenn ihr in jeder Welt Fly haben wollt, dass man in jeder Welt fliegen kann, gebt ihr hier einfach Sternchen. Und da habt ihr das. Bei Sternchen steht generell bei jedem Plugin, also bei eigentlich bei jedem Plugin steht Sternchen für alles. Auch beim rechten Plugin sehen wir das gleich. Sternchen wird alles heißen, heißt alle Rechte. Ist also ganz gut. Ja, wenn ihr das habt, einfach auf Speichern und da habt ihr schon mal das Fly-Plugin gemacht. Natürlich noch umdeutschen, das könnt ihr auf jeden Fall selber machen. Ist ziemlich leicht, solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt einfach directly mal in Pure Perms rein. Das ist das rechte Plugin. Und ihr seht, das wird jetzt vielleicht etwas komplizierter.
Aber ihr geht erstmal in die Config, denn da müssen wir auf jeden Fall was umstellen. Oder nee? Nee, ich glaube, wir müssen hier gar nichts umstellen. Nee, müssen wir echt nicht. Kann man wirklich so lassen? Ja, kann man so lassen. Kann man so lassen und das solltet ihr nicht verändern, weil sonst, ja, klappt es vielleicht nicht mit euren Rechten und alles. Also das, die Config nicht verändern. Coops. Und jetzt habt ihr schon eure Rangeinstellung. Und das ist doch schon mal was ordentlich Cooles, oder nicht? Hier, ihr seht, der allererste Rang ist Guest, alias Gist. Also das Alias steht für der Zweitname sozusagen für den Rang. Ja, kann man hinschreiben, was man will im Endeffekt. Ist Default 2, das bedeutet, diesen Rang bekommt der Spieler, wenn er zum ersten Mal auf den Server joint. Heißt, wenn euer Spieler auf den Server zum ersten Mal drauf geht, das ist der Rang, den man hat. Das ist der Standardrang, den man immer hat am Anfang. Bevor man überhaupt andere Ränge kauft, hat man diesen. Ja, ihr seht Permissions. Und jetzt sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es ist alles ganz leicht. Wir kommen mal gleich noch dazu. Ihr seht, hier ist schon Admin dabei. Und hier steht noch Inheritance. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Guest. Das heißt einfach nur, der Admin-Rang hat dieselben Rechte wie Guest. Plus die Permissions, die hier noch stehen. Und der Owner hat natürlich vom Admin alle Rechte. Plus die vom Guest, weil der Admin ja die vom Guest hat. Und nochmal die Permissions. Und hier seht ihr das Sternchen, was ich vorhin erwähnt habe. OP hat dann den Rang Sternchen. Und Sternchen heißt alle Rechte, die gehen. Alle Rechte, die es gibt überhaupt. Ja. Gut. Ja. Jetzt wird's etwas schwieriger. Wir müssen erstmal unsere Ränge benennen. Ne? Das ist ja ganz klar. Also Guest nennen wir zum Beispiel Starter. Das machen wir jetzt einfach. So, ich habe es jetzt Starter genannt. Ihr könnt das einfach so hinschreiben. Einfach hinschreiben und alias Start. True ist Default 2. Das ist ja der Starterrang dann. Und ihr seht hier die Permissions. Und dazu kommen wir jetzt. Und das wird etwas komplizierter, Leute. So, ihr seht, ich habe bei den Permissions beim Starter alles weggemacht. Alle Permissions weg. Weil diese Permissions, die habt ihr nicht, die braucht ihr nicht beim Starterrang. Die ja, haben da eigentlich alle nichts zu suchen, außer das .me vielleicht. Müsst ihr aber wissen, ob ihr das wollt. Ich persönlich finde es jetzt nicht so praktisch, wenn es einfach da ist. Und wir müssen jetzt Permissions suchen, also Rechte für Plugins zum Beispiel. Und was hat ein Starter für Rechte? Das, ja, müssen wir uns erstmal überlegen. Zum Beispiel, wir haben das Plot-Plugin drauf, MyPlots. Und natürlich gibt es dafür auch Rechte. Und die stellen wir jetzt mal ein. Ich weiß, natürlich aus zuverlässiger Quelle, dass das Recht MyPlot.ClaimPlot, und das steht schon hier, Punkt 2. So. Ist vielleicht jetzt schlecht erklärt von mir, das jetzt einfach hinzuschreiben und euch hier auf dem Kalten sitzen zu lassen, oder wie man das sagt. Also, myplot.claimplots.2 heißt einfach nur, der Spieler kann maximal 2 Grundstücke haben. Ihr könnt hier eine 3 danach schreiben, dann sind es 3 Grundstücke. Wo findet ihr dieses Recht? Woher wisst ihr, wie dieses Recht heißt? Naja, ganz leicht. Ihr sucht bei Google MyPlot-Rechte und findet dann eine Seite namens GitHub. Und hier könnt ihr runterscrollen und seht dann hier die ganzen Permissions. Die interessieren eigentlich allerhöchstens nur beim Admin. Also die hier interessieren vielleicht beim Admin. Ihr seht schon myplot.adminreset, myplot.admin, admin, admin. Also das hier könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr einem Admin die Ränge, also die Rechte geben wollt oder ein Admin Rechte macht. Könnt ihr die hier euch anschauen, was der Spieler kann. Es steht halt auf Englisch da. Man kann die Seite aber sicherlich auch auf Deutsch stellen. Das geht zumindest bei mir. Da müsst ihr mal schauen, wenn euch das zu schwierig ist. Aber hier, das ist ganz wichtig. Replace Hashtag with a number or unlimited for infinite plots. Das bedeutet einfach, replace von diesem Recht hier, das Hashtag mit einer Nummer oder mit infinite. Und das haben wir gemacht. myplot.claimplots.2 haben wir hingeschrieben und damit
wissen wir, aha, der Spieler kann jetzt nur 2 Plots besitzen, steht ja auch hier, limit the number of plots a user can claim, / auto or buy. Also ein Spieler kann maximal nur 2 Grundstücke haben, ja. Genau, das ist der ganze Sinn dahinter, das heißt, wir haben jetzt schon mal das Recht, wie viele Plots ein Spieler haben kann. So, ich habe jetzt mal ein paar Ränge hinzugefügt, ihr schreibt das einfach genauso hin, ungefähr, wie es halt angegeben ist. Ich habe jetzt den Cooler-Rang hinzugefügt und den Apfelmeister-Rang, wie ihr seht. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Leerzeichen auch so setzt, wie sie angegeben sind. Beim Starter, beim Coolen und beim Apfelmeister ist am Anfang des Plugins kein Leerzeichen. Also generell bei den Rängen darf hier kein Leerzeichen gesetzt werden. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr ein Leerzeichen hier setzt bei den Rängen, dann klappt es nicht. Dann habt ihr einfach keine Ränge. Dann ist da ein Fehler und da war's das. Ihr müsst also darauf achten, definitiv kein Leerzeichen zu setzen, wenn ihr Rang hinschreibt. Danach kommt Alias, da sind 2 Leerzeichen, Inheritanz, 2 Leerzeichen, Starter, 2 Leerzeichen, sonst 2 Leerzeichen, aber beim Rangnamen selbst 0 Leerzeichen, 0. Gut, ich denke mal, ich habe das jetzt alles so richtig hingeschrieben. Ja moin, ich sehe es gerade, ich habe Words vergessen. So, Words ist jetzt auch noch beim Apfelmeister. Ja, und wir haben jetzt sozusagen 3 Ränge, ne? Einen Starterrang, einen coolen Rang und einen Apfelmeisterrang. Ihr könnt das natürlich so viele Ränge hinzufügen, wie ihr das möchtet. Also da gibt es überhaupt gar keine Begrenzung. Da wir jetzt ja nun wissen, dass myplot.claimplots.2 oder Punktzahl halt die Plot-Anteil ist, können wir das auch beim coolen dann machen. Wir geben das dafür ein. Ja, habe ich schon als Vorschlag. myplot.claimplots.3, das heißt, der coole kann ein Plot mehr haben als der Starter. Und der Apfelmeister, meine Güte, da kann sogar 5 haben, wenn wir das wollen. Ihr könnt da auch 10 hinschreiben und sonst was, ne? Also ihr könnt da hinschreiben, wie viel ihr wollt. Das ist ganz egal. Hauptsache, ihr seid glücklich damit und ihr findet das cool. Ich zeig's. Ich mach mal 5. Und denkt dran, Leute, denkt einfach immer dran. Immer wenn ihr was ändert, speichert das sicherheitshalber ab. Nicht, dass ihr das nochmal hinschreiben müsst. Das wird dann wirklich auch ein bisschen nervig, wenn das manchmal nicht klappt. Und ja, das wollt ihr nicht. Der Admin, da könnt ihr das auch hinschreiben, aber ich möchte es jetzt nur mal beim Spielerrängen zeigen. Aber der Admin hat ja auch ziemlich coole PocketMime.commands-Dinger, die wir hier sehen. Und davon ist eine Sache was man einem Spieler geben kann. Und zwar PocketMime.command.time. Damit kann man nämlich die Zeit umstellen. Das heißt, man könnte damit sogar ja Tag-Nacht machen. Und ich würde sagen, das können wir den Coolen geben, oder? Der Coole bekommt diesen Command. Das heißt PocketMine.command.time. Und das geben wir einfach so ein beim Coolen. Das heißt, wir gehen hier zum Coolen unter Permissions. Machen hier einen Strich. Keine Ahnung, was das ist. Ja, moin. PocketMine.command.time. Bei mir steht schon. Ihr müsst es wahrscheinlich dann erstmal abschreiben. Aber Hauptsache, ihr schreibt es richtig ab, weil sonst klappt es nicht. Ihr müsst das auf jeden Fall überprüfen. Wenn irgendwas nicht klappt, war die Rechtschreibung falsch? Habe ich vielleicht ein Leerzeichen zu viel gesetzt? Ihr müsst das wirklich überprüfen und es geht leider nicht anders. Nur so kann man diese Rechte geben. Es geht nicht leichter, Leute. Leichter geht's nicht. Deswegen erkläre ich das jetzt hier ganz ausführlich. So, das heißt, der Coole hat jetzt den PocketMine.Command.Time-Command. Also den /TimeSet0, also /Tag/Nacht, sowas. Ihr könnt natürlich nicht /Tag/Nacht machen. Aber ihr könnt /TimeSet0 machen und das kann man jetzt mit dem coolen Rang auf jeden Fall auch. So, wir haben jetzt die Plots eingestellt, also wie viele Plots man haben kann. Wir haben eingestellt, dass man ab den cooler Rang die Zeit einstellen kann. Und jetzt haben wir noch ein paar Plugins gedownloadet, die wir natürlich auch jetzt benutzen werden. Wie zum Beispiel /Fly, das will man auf jeden Fall haben. Und da schauen wir mal. Das Plugin, was wir gedownloadet haben, hieß Blazing Fly. Und das müssen wir einfach online suchen. So, ich habe jetzt Blazing Fly Rechte eingegeben. Und da kommt hier schon eine Seite von Pocket. Die, ja, lasst ihr einfach laden. Oh, ich stelle sie immer auf Deutsch. Ich weiß nicht, was da los ist. Die Version 187, man kennt ihn. Und ja, hier steht dann auch schon, tatsächlich in den Kommentar steht es nur. Ich markiere das mal.
wie der Command ist. Blazingfly.command. Manchmal muss man ein bisschen länger suchen, manchmal findet man das schneller. Ich habe jetzt aber sonst nirgendwo was gefunden, außer hier in den Kommentaren. Aber auf jeden Fall sollte das funktionieren. Blazingfly.command. So, und da wir jetzt das Recht kennen, Blazingfly.command, fügen wir das einfach hinzu beim Apfelmeister. Blazingfly.command. Und fertig. So. Ihr schreibt das wirklich alles ordentlich hin. Ich habe das alles schon mal gemacht zu Testzwecken, weil ich kann euch ja kein Video zeigen, wenn es dann am Ende nicht funktioniert. Wäre ja Quatsch. Aber ihr seht, blazingfly.command ist jetzt mit dabei in den Permissions. Das heißt, ab den Apfelmeisterrang könnte man Slash Fly machen und dann auch wirklich fliegen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wie immer, abspeichern nicht vergessen. Ganz wichtig. So, dann hatten wir noch ein Zeiss-Plugin. Und da geht das genauso vor. Also da, ja, da macht ihr das genauso wie auch sonst. Ihr googelt's einfach. So, ich bin mal wieder fündig geworden auf Pocket. Da könnt ihr auf jeden Fall viele Plugins und viele Plugin-Rechte finden. Und unter Genehmigung, es sei denn, ihr habt es halt auf Englisch, da steht dann Permission sozusagen auf Deutsch. Und da steht hier die Berechtigung zur Verwendung des Befehls Zeiss lautet zeiss.ui.use. Und ja, mehr ist es nicht. Es steht einfach nur da. Und dieses zeiss.ui.use würde ich dann den coolen nochmal hinzufügen. Das geht dann natürlich auch auf den anderen Rang dann dazu. Also auf den Apfelmeister. zeiss.ui.use. Und ja. Das heißt, der Apfelmeister hat natürlich diese Rechte auch, weil ich habe angegeben, Inheritanz cooler. Also alle Rechte vom coolen bekommt der Apfelmeister auch. Und der coole bekommt alle Rechte, die der Starterrang hat. Der Starterrang hat nur dieses eine Recht, dass er zwei Plots claimen kann. Deswegen ist es eigentlich unnötig. Aber falls ihr den Starter noch irgendwas hinzufügen wollt, später mal oder so, lasst ihr es einfach so. Macht es so, wie ich hier so ungefähr zum Testen, damit ihr schon mal gucken könnt. Funktioniert es denn? Habe ich was falsch gemacht? Dass ihr euch so ein bisschen reinfindet in das ganze Geschehen sozusagen. Speichert es ab, wie immer. Und ja, dann habt ihr Ränge eingestellt mit Rechten. Und das war jetzt schon der schwierige Teil vom Ganzen. Jetzt kommt eigentlich das leichtere. Wir gehen wieder auf Dateien. Dann gehen wir auf die Plugin-Data wie immer. Und jetzt wird es schön. Für die, die es ja ein bisschen bunt mögen und so und dieses Ganze einstellen mögen. Das wird vielleicht dann schon schöner. Und vor allen Dingen jetzt geht es nämlich darum, wie so ein Rang im Chat aussieht. Das stellt ihr nämlich jetzt ein. Ihr dürft diese Version hier nicht ändern, Leute. Wenn ihr das ändert, könnt ihr es vergessen. Da war es das wieder mal. Default Factions Plugin, Factions Pro. Könnt ihr downloaden, wenn ihr es wollt. Und hier, enable this if you want to use per word chat formats. Das brauchen wir aber nicht, weil... Ja, ein Chat-Format für jede Welt ist ein bisschen... Ja, komisch. Ja, und hier seht ihr schon, Groups. Wir haben den Guest, wir haben wieder den Admin und wir haben wieder Owner und wir haben wieder OP. Und hier steht jetzt ziemlich viel in geschwungenen Klammern, alles, ja, ja, ja. Ich weiß, Leute, es sieht ganz schlimm aus. Aber ich ändere es mal so um jetzt, dass es gut aussieht. So, ich habe jetzt mal alles geändert. Wir haben den Starterrang drin. Admin und Owner haben wir auch noch drin. Wir haben den OP-Rang auch noch drin. Den Cooler habe ich rein und den Apfelmeister habe ich rein. So, ich erkläre euch jetzt mal das Gelbe hier, die gelbe Schrift. Die sieht ja sehr mysteriös aus. Und 7 habe ich am Anfang. Und Leute, wenn ihr meine Serie verfolgt habt, wisst ihr, und 7 heißt grau. Oder zumindest ist das eine Farbe. Und es ist grau. Und das heißt einfach nur, man sagt im Chat, da steht der Chat Doppelpunkt, in grau soll in Klammern Starter dastehen und in weiß, also und F, soll der Faction-Rang stehen und der Faction-Name. Also der Rang von der Faction, vom Clan und der Name, das kann man da hinzufügen auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn du eine Faction hast, die, keine Ahnung, Clan der Coolen oder so hast, dann steht das dann auch da, in weiß. Und 7 habe ich danach wieder gemacht. Display-Name, also der Spielername, wird dann auch in grau angezeigt. Dieser Pfeil hier... Der wird dann auch wiederum in grau angezeigt, obwohl diese 7 dann jetzt unnötig sind, aber nur zum Zeigen habe ich die jetzt immerhin gemacht. Wird der Pfeil auch grau hingezeigt und die Message, die der Spieler raushaut, ist auch grau. Darunter seht ihr Name Tag und ihr könnt tatsächlich den Namen
eures Spielers, also eurer Spieler, verändern. Der Name, der über den Spielern steht, wenn ihr einen Spieler anguckt, der Name, der über den Spieler ist, das ist sozusagen der Name, der angezeigt wird. Und da steht dann wieder in Klammern Starter und Name von dem Spieler. Mit dem Leerzeichen da drin halt noch. Ist ja normal, ist verständlich, denke ich mal. In Grau, weil wir haben die 7 wieder davor geschrieben. Die Admins habe ich jetzt mal Standard gelassen und der Owner und OP, so wie das hier im Plugin angegeben war, habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Könnt ihr natürlich auch ändern, wie ihr das möchtet. Ihr könnt ein bisschen euch ausprobieren mit den Farben. Macht das mal. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, wie die ganzen Farben sind. Und wenn man das so auswendig weiß, ist das alles super. Ihr seht, man kann auch ein paar Graphen benutzen für Farben. Das ist alles eine Angewohnheitssache von mir, dass ich hier Paragraphen immer benutze. Aber man kann es schon benutzen. Und Paragraphen kann man benutzen. Genau. Ja, und da habe ich jetzt hier den UND 6, also Paragraph 6 benutzt für Gold und F für den Faction. Und ihr seht das ja alles, ne? Und wieder dann Gold und. Apfelmeister ist dann in Grün. Also ihr habt jetzt hier eigentlich alles eingestellt. Wenn ihr das so hier mal abschreibt, vielleicht die Ränge umändert und die Farben anders macht. Aber im Grunde könnt ihr das genauso abschreiben. Die Farbe anders, die Ränge anders. Und da habt ihr das, Dann habt ihr alles richtig. Ja, dann habt ihr es einfach. Nicht vergessen, Leute, auch ganz, ganz wichtig. Hier ist so ein kleiner Strich. Ja, moin. Hier ist so ein kleiner Strich. Ihr seht den jetzt, wenn ich hier jetzt einmal wegklicke, wenn ich den wegmache, seht ihr, guckt euch das an. Alles wird auf einmal weiß. Und Leute, wenn ihr das seht, wenn es so aussieht, ist da was falsch. Man sieht es auf den ersten Blick. Okay, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Deswegen, Leute, immer darauf achten, diesen Strich hinmachen. Das ist wichtig. Weil sonst liest das Plugin das nicht und das wollen wir ja nicht. So, wenn ihr das gespeichert habt, speichert gerade ziemlich lang, geht ihr auf Server. Und ihr wisst ja Bescheid, ihr startet euren Server wieder neu. Ihr wisst ja, Athanos, naja, geht immer mal wieder aus, solange wie wenn keiner drauf ist. Ist aber halt ein kostenloser Server und sehr gut zum Üben. Und man kann natürlich auch drauf spielen, normal, aber halt nicht mit so einer übelsten, krassen Leistung. Das ist klar. Aber ihr startet den Server einfach und wenn ihr alles so gemacht habt, wie ich bis jetzt, dann sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Wüsste nicht, warum nicht. So, wir sind auf den Server angekommen und ich würde euch empfehlen, ihr seht schon, ich habe jetzt einen anderen Account drin. Nehmt einen Account, der kein OP hatte jemals und startet am besten komplett neu auf euren eigenen Server mit einem anderen Account, der kein OP hat und nichts, keine Rechte, um mal zu testen, ob alles auch so funktioniert, wie ihr das wollt, weil mit OP kriegt man das manchmal gar nicht mit. Schreiben wir doch mal Hallo in den Chat und schauen mal, wie das aussieht. Ja, so wie wir es eingestellt haben. Starter, only one who is on, Hallo in Grau. Wunderbar, oder? Und ja, wir haben jetzt also den ersten Rangstandard, so wie das halt eingestellt war auch. Wir haben unsere 478 Äpfel, wie wir es damals eingestellt hatten, beim zweiten Video, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir haben natürlich noch das Recht, 2 Plots zu claimen. Und da müssen wir das einfach mal ausprobieren. Ich claim einfach mal das. Und das hat funktioniert. UF successfully claimed the plot. Und wir claimen noch das hier. Das sollte auch noch funktionieren, weil wir haben ja, wie gesagt, 2 Plots eingestellt und jetzt noch da hinten das sollte jetzt nicht funktionieren. Ja, you reach the limit of 2 plots per player. Ihr seht also, ich kann jetzt gerade nicht mehr als 2 plots kriegen mit dem ersten Rang und jetzt ändern wir einfach mal meinen Rang und gucken da mal, ob dann vielleicht mehr geht. Um den Rang zu ändern, geht ihr hier auf Konsole und hier steht dann ziemlich viel, müsst ihr nicht alles ja, das ist alles, meiste ist eigentlich nur Chat und irgendwelche Plugins, die irgendwas sagen, dass alles gut ist. Ja, es ist eigentlich nicht so wichtig, was hier steht, sondern eher, was ihr hier eingebt. Und wir machen jetzt Folgendes, also die Konsole hat alle Rechte, ne? Also die hat sogar noch mehr Rechte als jemand mit OP, kann man so sagen. Manche Befehle gehen nämlich nur über die Konsole, aber das sind dann andere Plugins. Ja, wir können jetzt nämlich hier eingeben, /setgroup. Also setze die Gruppe von, dann gebt ihr euren Spielernamen ein, ihr müsst ja auch nicht einen ganzen Namen machen, aber macht es halt einfach, von dem, der gerade online ist.
Z-Group, Only One Is On, und wir wollen jetzt nicht mehr Starter sein, sondern wir wollen jetzt cooler sein, ne? Den cooler Rang wollen wir haben. So, und das gebt ihr hier so ein. Und da seht ihr, wenn es hier in grün steht, Added Only One Who Is On, also euren Spielername dann, ne? To the group, successfully. Dann wisst ihr Bescheid, das hat funktioniert. So, in-game steht es natürlich dann auch eine Message an mich. Your group has been changed to cooler. Wenn ich jetzt also was reinschreibe, hallo, sollte das anders dastehen? Ja. In Gold, so wie eingestellt, und in Hallo. Wunderschön, oder? Jetzt sind wir halt cooler. Wir haben den nächsten Rang, Leute. Und jetzt sollte es aber klappen, 3 Plots zu claimen, weil wir haben ja 3 Plots beim Coolen eingestellt. So, slash p claim. Und es ging. Jetzt haben wir 3 Plots. Ja, moin. Und wenn wir jetzt ins nächste Plot gehen, sollte das wiederum wieder nicht gehen und mir sagen, ich kann nur maximal 3 Plots haben. Ja, moin. Ich verschreibe mich hier ewig. Ja. You reach the limit of 3 Plots per Player. Also Leute, das ging. Und was haben wir noch eingestellt hier beim Coolen? Achso, genau. Man kann jetzt noch als Cooler slash time set 0 machen. Das machen wir einfach mal. Oder slash time set night. Das können wir machen. Oder 13.000, aber das geht auch. Und da seht ihr, es ist dann dunkel. Das heißt, als Cooler mit dem coolen Rang kann man jetzt Nacht stellen. Außerdem hat der Coole ja noch das Recht, seine Größe zu verändern, und da schauen wir mal, ob das auch wirklich klappt. Slash Size, und da sehen wir schon, es öffnet sich eine UI, und wir geben mal einen Very Big, und man sieht, das hat auf jeden Fall funktioniert. Man kann jetzt hier als ganz großer Mensch, ganz großer Minecraft-Figur, kann man jetzt hier einfach rumlaufen und kann seine Größe einfach ändern, und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Recht, sowas zu haben. Das ist irgendwie cool, finde ich. Slash Fly sollte jetzt noch nicht gehen. Wir schauen mal, ob das jetzt auch so richtig ist. Wir geben Fly ein und... You do not have the permission to use this command. Also, wir sehen, mit dem coolen Rang... Ich zeig's nochmal. Mit dem coolen Rang können wir noch keinen Fly machen. Deswegen geben wir uns jetzt den Apfelmeister-Rang. So. Und es ist grün. Also hat's funktioniert. In Chat steht es auch wieder, your coup has been changed to a / n Apfelmeister. Und wenn ich jetzt hier was eingebe, bin ich auch in grün wie angegeben. Apfelmeister steht vor meinem Namen. Also alles richtig, und wir dürften jetzt auch slash fly können. Wenn wir slash fly eingeben, flight mode activated. Und jetzt können wir fliegen, ganz normal mit einem Rang. Ja. Ihr habt jetzt eigentlich wirklich alles eingestellt. Ich kann jetzt auch 5 Plots haben. Ja, also das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen, weil, ja, das habe ich ja schon einmal gezeigt. Ja, und jetzt habt ihr es eingestellt. Ihr habt jetzt alles richtig. Ihr habt eben, ja, ihr könnt fliegen, ihr könnt das, ihr könnt die Größe verändern. Und ihr könnt natürlich noch so viel mehr machen. Ihr müsst euch da ein bisschen selber reinfuchsen. Ich habe das jetzt nur mal kurz gezeigt, wie das alles so geht. Und ich hoffe, euch hat das Video wirklich geholfen. Und ich hoffe wirklich, dass einige von euch da draußen ein paar Server aufmachen, die richtig gut werden. Und ich wünsche euch da wirklich viel Glück. Natürlich, kostenlose Server wird schwierig. Aber hier zum Üben, das ist schon wirklich gut, Leute. Da kann ich euch auf jeden Fall nur das empfehlen. Und ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar da, wenn irgendwie eine Frage ist oder so. Ich bin da und beantworte diese auch. Gut, ich würde dann sagen, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.